Guti. Die Basis. Danach sollte ich eine Weile Ruhe haben. Das ist krass, wie viel Platz wir brauchen. Überall Mauern ziehen, die gar nicht fertig sind und keine Türme haben, weil das Turmmuster noch nicht fertig ist. Und die sind eigentlich voll die Glaskanone. Oh, ich könnte bessere Schilde bauen. Wo habe ich die blauen Chips her? Egal, bau das bessere Schildding. 42 rote, okay, rote haben wir keine. Stopp, brich das mal ab. Bau bitte ein... Ich habe alle Kohle weggetan. Noch irgendwo Kohle? Das waren auch Bäume. Wir haben echt viele Bäume auf Vorrat. Oh ne, ich hätte gerne die Kohle, um selber auch was herzustellen zwischendurch. So, und zwar hätte ich ganz gerne die Giftkapseln. Einfach nur so ein bisschen auf Vorrat, falls da mal irgendwo mehr Würmer sind. Du machst irgendwie nichts. Achso, weil wir gar keine Kohle haben im System. Ach du, gute Güte. So. Kriegst du... Ja, das wird ein Problem, oder? Weil Plastik braucht ja auch Kohle. Also nicht, dass wir wenig Plastik hätten. Wir haben immer ziemlich viel Plastik, aber... ne? Aber wir haben da noch ein Kohlefeld, wir haben da noch das Kohlefeld. Mauer müsste eigentlich erweitert werden. Das sieht echt schick aus für eine Basis. Und da ist nur ein Dreierding. Also eventuell könnten wir hier einen ersten richtigen Außenposten machen. Weil die Wege werden ja doch langsam ein bisschen weit. Und die Idee an sich ist ja ganz nett mit der Mauer, aber ihr merkt schon, die Mauer habe ich gebaut oder angefangen zu bauen vor 10, 15 Folgen. Und ich bin bis jetzt noch nicht zugekommen, sie zu Ende zu bauen. Und je mehr Platz wir uns schnappen, desto schwieriger wird das. Ja. Brauchen wir ein bisschen Ruheport. Das heißt, ich konzentriere mich wirklich darauf, weiter hier drin die Verteidigung zu machen. Außen ziehe ich zwar Mauern, aber die dienen nur als Vorwarnsystem. Damit ich weiß, wenn jemand hier drin eine Basis bauen will, zum Beispiel. Dann erforsche ich bald die Züge. Und werde dann hier oben wahrscheinlich die erste Basis machen, weil sie hat halt alles, was wir brauchen. Kupfer, Eisen, Kohle und Edelsteine. Genau, Edelsteine. Ich wollte gucken, wo ich den Mining Drill 2 hingepackt habe. Brauche ich alles gut? Ihr seid ganz schön ausgelastet. Das ist nicht so schön. Das Eisenfeld soll ich auch noch abbauen. Ja, trudelt nicht so viel Kupfer rein von hier unten. Das wieder zu. Ist aber auch verständlich, weil ich glaube, wir hatten nur zwei oder so aufgestellt. Genau, zwei von den Schmelzöfen. Die Dinge hier sind inzwischen leer. Da, zwei Schmelzöfen. Was für ein Zufall. Oh, ich habe ein bisschen was an Kupfer dabei. Du... ja, erst ein Pollution-Module. Ach, gute Güte. Bricht das ab, Bau. Effektivitätsmodule. 6 Stück. Dann hätte ich gerne ein Fließband. Nein! Bricht das ab, tu das dahin. Bau Fließbänder. Das ist so peinlich. Bau Fließbänder. Bau danach die Effektivitätsmodule. Setzt die Dinger doch wieder hin. Und zwar einfach hier. Einen für jeden von euch. So. Ting, 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 ting. So, damit die wegkommen aus meinem Inventar. Dann das hier darum. Genau, Pollution Cleaning raus, Effektivität rein. Du hast 3. Du noch nicht. Du noch gar nichts. Echt übel hier unten. Wird auch schon langsam alles rot und zieht Richtung der Basis. Und die Basis ist ein bisschen größer. Die zu knacken könnte dauern.
das dürfte nochmal einen Schwung geben. Also einmal zum einen, weil jetzt die drei noch kurzfristig arbeiten. Wobei ich denen ja jeweils auch eine Kiste geben könnte. So. Dann tue ich in die Kiste immer 200, 200, 200. Wie viel habe ich noch? Eine Menge. Okay. So. 6 Stück. Ja, die können auch noch da rein. So, und ein Eisen. Was? Wo ist das Eisen hin? Achso, wurde gerade eingeschmolzen wahrscheinlich. Nee, liegt in einem Ärmchen. Ja, also das dürfte jetzt einen guten Schwung geben, weil die jetzt erstmal eine ganze Weile beschäftigt sind, das ganze Kupfer, was wir hier vorrätig eingesammelt haben, einzuschmelzen. Und dann dürften die auch gleich loslegen. Nehme ich jetzt. Schöne Sache das. Okay. Du, Pollution-Module raus. Effektivitätsmodule rein. Pollution-Module raus. So. Ist hier irgendwo... Ah, da ist der MK2. MK2 raus. MK1 rein. Und jetzt kann ich das Ding nicht bauen, weil wir nicht genug Stein haben. Und nicht genug Rubber. Das sollte ich ändern können. Bitte gib mir erstmal ein Loch in der Mauer. Nix hier. Gar nix. Kein Turmmuster, kein Lichtmuster, kein Strommuster, kein Robomuster, nix. Einfach nur eine Wand mit einem Turm mit einem ganz bisschen Popelmunition drin. Wir werden irgendwann so elendig sterben. Was wollte ich? Genau, ich wollte Rubber holen. Da unten. So. Und dann Stein. Ziegel. Sollte ich auch mal einen Schmelzofen verabstellen. So, mit dem... Oh, das dauert eine Weile. Und mit dem laufe ich jetzt runter zu den Edelsteinen und hoffe, dass die Edelsteine mit dem dann wenigstens abbaubar sind. Weil langsam wäre es doch schon ganz schick, dass ich da so ein bisschen was sammeln kann. Oh, das staut sich hier. Sehr schön. Rote Kisten. Ich brauche eigentlich schnelle Ärmchen. Hm? Und zwei schnelle Ärmchen. Rote Kiste. Rote Kiste. Schnelles Ärmchen, schnelles Ärmchen. Sehr schön. Oh, Eisen ist auf 4-1 runter. Warme auf 5-3. Kupfer wird dafür mehr. Also ich denke, ich könnte jetzt auf jeden Fall schon mal eine gelbe Fabrik noch bauen, die Draht herstellt. Dann gucken, wie es mit den Ressourcen hinkommt und bauen dann, wenn es einigermaßen hinkommt, noch eine gelbe Fabrik für grüne Chips. Das klingt komisch. Hier war's. Funktioniert nicht. Mining Hardiness 7,5. Was sagt mir das? Was? Mining Power 5. Also wahrscheinlich brauchen wir irgendwas, was von der Mining Power so hoch ist wie die Hardiness von dem Ding, was ich abbauen möchte. Ja, schön. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes an Ressourcen? Tungsten zum Beispiel. Ich könnte Tungsten abbauen und eine Tungstenmauer bauen. Dann müssten wir sehr viel abbauen, aber ja. Und ich sollte vielleicht nicht im Dunkeln danach suchen, sondern irgendwann tagsüber. Das klingt nicht schlecht. So, Leichtöl wird leer. Schweröl ist fast nicht vorhanden. Rest ist okay. Jo, Rest ist echt okay. Naja, Öl ist ein bisschen mau momentan, aber ich habe noch keine Pumpjacks MK2 gebaut. Und solange hier nicht irgendwann anfängt, dass wir keine Fuelblocks mehr haben, bin ich auch nicht wirklich motiviert, die zu bauen. So, hatte ich jetzt den Roboport zu Ende bauen lassen? Nee, ne? Brauche ich rote Chips für und oder Eisen? Was ist da Tin? Oh, wir haben schon noch, okay. Gib mir... Wo ist unser Eisenvorrat? Ernsthaft, hatten wir nicht irgendwo so einen richtig schönen großen Vorrat an Eisen? Nee? Mist. Also ich träume immer noch von den großen Kisten, die wir hatten, voll mit Eisen und Kupfer.
Das hätte ich schon wieder ganz gerne demnächst. Rote Chips werden verballert. Einer. Also bau den da, denn... Ah, ernsthaft? Gib mir die da alle. Ist die eine Fabrik schon fertig? Ja. Okay, bau bitte jetzt die Fabrik. Dafür brauchen wir wieder Kisten. Kisten. Achso, die braucht eine schnelle Ärmchen rein und raus. So. Und so brauchst du eine Bitschirmkiste und zwei Gib mir Kisten. Zwei Ärmchen rein, ein Ärmchen raus. So. Und du stellst bitte her Draht. Also, wie war das Modulmuster? Pollution Cleaning zweimal. Stufe 2 einmal, zweimal Stufe 1 und einmal Stufe 1. Okay. Du. Das sieht sehr schick aus. 35% für die Energie. Ja, vielleicht. Aber wir haben ja doch arge Energieprobleme inzwischen. Wir können es auf 80% runterdrängen, den Energieverbrauch. Und weißt du was? Bauen wir ein paar davon. Und dann tun wir sie wo rein? Was verbraucht am meisten? Schmelzöfen, hm? Kann ich ja nachgucken. Klick da mal auf. Also eigentlich die Roboports, weil es weniger sind und sie fast genauso viel Strom verbrauchen. Aber da können wir keine Module reinpacken, soweit ich weiß. Die sind auch teuer. Es sind nur 3 Stück und sie machen 900, also 300 pro Radarschüssel. Passen aber ebenfalls keine Module rein. Ist alles nicht ganz so toll. Die machen jeweils 100. So, 100 Kilowatt. Und die machen nicht so viel mehr, oder? 180, ja. Gut. Wie schaut's aus mit Draht? Oh, Draht holt gut auf. Ist schon auf 1000 hoch. Okay, also daran wird's jetzt nicht mehr liegen. Dann bau doch bitte. Also erstmal die Stinky-Module rein. Achso, und hat man gleich Mein einer, den ich eigentlich reintun wollte an Stromspardingen, hat er gleich jetzt verwurschtelt zu dem Dreier. Na gut. Oh, ich wollte eigentlich die Basis da angreifen, oder? Ja, mach ich gleich. Also ich setze noch kurz das Modul rein, dann flitze ich dahin, dann hoffe ich da ein bisschen was kaputt machen zu können. Komm schon. Es wird in 6 Stunden dunkel, das sind nicht mal 1-2 Minuten. Die Roboter eigentlich inzwischen? Ja, sind immer noch alle ausgelastet. Ich sollte also wieder Skynet anschmeißen. Das ist komisch. Aber ja, sollte ich. Wenn es durch die Roboter zu Engpässen kommt, ist auch nicht gut. So, du machst wie viel Pollution? 0,5. Das ist echt wenig. Energy Consumption war 210. 0,35. Zu 1,44. Ah, schicker Unterschied. Aber gut. Also, ich hole jetzt nicht das eine Ding, was ich gerade noch holen wollte. Ich laufe jetzt gleich zur Basis. Hier durch. Hier zu. So. Das ist echt zu knapp. Ich glaube, ich laufe da nur hin, werfe einmal eine Giftkapsel, um die Würmer zu killen. Und hau dann wieder ab. Wobei das nicht so einfach ist, ne? Kommt hier erstmal der ganze Schwung, der dich töten muss. Ja, gut. Das machen wir bei nächster Folge. Wir sehen uns gleich wieder.